yeah, Elektrostadt. Neuer Einsender. Der Bernhard M. aus M., also der Ford, der hat mir Krempel geschickt. Dann sollen wir mal gucken, was es ist und ob er genauso kaputten Schrott verschickt wie das Pony. Ich glaub's ja eher nicht. Schauen wir mal. Ja, hier haben wir unser praktisches aktuelles Paket. Und da wollen wir doch gleich mal sehen, was wir hier finden. Ich öffne mal noch mit der Shaky Cam. Ja, so sieht's aus inhaltlich, das aktuelle Paket, und ich denke, wir sollten doch gleich mal gucken, was es damit genau auf sich hat. Dafür, wie immer, Kamera zur Seite, bessere Paketposition. Nun, fangen wir mal an. Wir haben hier etwas, das sieht aus wie ein Anschreiben im weitesten Sinne. Ich würde mal so sagen, das ist vermutlich irgendeine Art von Bedienungsanleitung für irgendetwas, was wir in diesem Karton finden werden. Ich lege es mal beiseite und schau mal, ob wir es gleich noch matchen können. Okay. Ihr habt gedacht, diese CD vom Zauberpony wäre der Tiefpunkt gewesen. Fußballchöre Saison 97-98. Nee, Leute, das geht noch übler. Also die Sache, die mich wirklich ernsthaft wundert, ist, Ford, liebster Spender, wie um alles in der Welt hast du diese CD bekommen? Okay, man hat mir hier ein Selbstbauprojekt geschickt. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Zwei Dioden, das da könnte eine 10er Diode oder sowas sein. Ja, eine 10er Diode oder noch eine Diode. Kleine Spule, ein Dallas DS1620. Ich tippe auf einen Transistor, das Ganze auf Streifenplatine aufgebracht. Noch ein Transistor, wenn mich nicht alles täuscht, und ein neunpoliger Anschluss. Ich schaue mal, ob ich das eventuell matchen kann. Ne, es könnte eventuell eine Schaltung für... Ich habe keine Ahnung. Ford, bitte einen Kommentar unter dieses Dingelskirchen mit einer Antwort auf die Frage, was das eigentlich ist. Das ist offensichtlich ein Rauchmelder. Nicht bestiften, keine Farbe aufbringen, drücken und halten für den wöchentlichen Test. Man muss wöchentlichen testen. Also ich habe definitiv eine Batterie dafür. Die hole ich mal. Ja. Batterie ist dran. Dann drücken und halten wir doch mal für den wöchentlichen Test. Alter, weiter! Ist das Mistding laut? Okay, damit besitze ich jetzt einen Rauchmelder. Gar nicht so schlecht, braucht man ja auch Maus. Ne? Muss man ja irgendwie anbringen, und offensichtlich funktioniert er auch. Danke, Ford. Eine Brotzeitbox mit einem sehr dünnen Brot drin, vielleicht? Nein. Das hier ist RJ45 auf neunpoligen Sub-D mit einer kleinen Patine dazwischen, zwei Dioden, eine Spule, wenn mich nicht alles täuscht, und ein Widerstand. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man mit sowas macht. Hier ist auch noch ein Sub-D-Test, ein Sub-Sub-D-Stecker, der einen Transistor dran hat.
What the? Ich vermute mal, dass es sich um irgendeine Art von Netzwerktest-Equipment handeln könnte. Und vielleicht sogar in Zusammenhang mit dem anderen steht, aber ich könnte es echt nicht sagen. Sowas ist natürlich immer gut. Ein großes Paket mit Widerständen. 20 Werte, 10 Stück, 200 Stück. Original verpackt, wenn er da mal nicht sogar zum Hartnagel gerannt ist für 1,30 Euro. Danke. Passend dazu auch dieses. Da ist ein Birklin-Aufkleber drauf. Interessanterweise doch eines von den alten Birklin-Tütchen. Von denen habe ich gar keine. Und was ich hier drin finde, ist ein Printerport-Stecker, ein Satz kleine Spulen, ein Poti, ein Stromschalter, Dioden, Widerstände. Das sind offensichtlich genau die Bauteile, die für dieses hier gekauft wurden. Halt die Überreste. Mhm. Cool. Ein Adapter von zwei Netzwerk auf ein Netzwerk. Ich glaube, sowas habe ich schon mal gesehen. Das funktioniert dann nur bis 100 Mbit, weil bei 100 Mbit ja irgendwie nur vier Leitungen benutzt werden. Und wenn man an beiden Seiten von so einer Dosenstrecke sowas hier anbringt, dann kann man seine Netzwerkanschlüsse damit verdoppeln. Hm? Könnte auch mal praktisch werden. Ein Centercom IEEE 802.3 Mikrotransceiver 10Base 2 MAU. Ja, ich bin kein großer Netzwerkmuggel, deswegen habe ich da nicht den Plan. Aber ich meine, sowas mal früher gesehen haben bei Netzwerkkarten an so Sunworkstations. Da hatte die eigentliche Netzwerkkarte so einen Sub-D-Anschluss, da ging eigentlich gar nichts dran. Und für verschiedene Netzwerktypen, so mit BNC und RJ45 und so einem Zeug, gab es unterschiedliche solche Transceiver-Module hier. Ich glaube, das ist sowas. Ich könnte es nicht garantieren, aber ich glaube, das ist sowas. Ich finde jetzt keine Schrauben oder sowas. Ich glaube, es wäre nicht ganz einfach aufzubekommen. Vielleicht mache ich mal einen Mini-Teardown. Davon muss ich mal schauen. Ja. Ist klar, ne? Das gehört bei mir natürlich an die Tür zum Arbeitszimmer. Das wird auch definitiv aufgehängt. Windows Free Zone. Perfekt für mich, alten Linuxer. Noch so ein Bastelversuch. Ich würde sagen, das ist ein Parallelstecker und ein Molex KK. Das Interessante ist, das, was an dem Molex KK angebracht ist, ist hier am Parallelstecker abgeknipst. Ich würde mal versuchen, das hier soll ich wahrscheinlich nicht unbedingt ausprobieren, sondern ist eher dafür gedacht, dass ich mir die Teile hier rausknipse, die ich haben will. Ah, ich weiß, was die Anleitung war. Die Anleitung gehört mit ziemlicher Sicherheit hier dazu. Das ist aber ein ausgesprochen schönes LCD-Modul hier mit dem metallenen Rahmen. Das ist hübsch. Also angesichts der Tatsache, dass mir diese Pin-Anzahl hier sehr bekannt vorkommt und hier von einem 4-Bit- und 8-Bit-Modus in der Bedienungsanleitung die Rede ist, bin ich mir relativ sicher, dass das ein ganz standardmäßiges von diesem HD4880 oder wie der Controller heißt ist. Da muss ich mir gelegentlich dann nochmal hier die Anleitung genauer anschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das genau die Art von Modul ist, von dem ich auch schon ein paar habe. Nur mit dem anderen Anschluss. Ich habe sie immer mit dem Anschluss unten gehabt und eben mit diesem wirklich schicken Rahmen hier. Vermutlich auch ein bisschen größer. Ich glaube, es ist größer. Es könnte irgendwie so 20 Zeichen mal 2 Zeilen sein. Super, kann man immer gebrauchen. Danke. Ein Atomzeituhren DCF77-Modul mit einem seriellen Stecker offensichtlich. Ich meine mal gehört zu haben, dass die Teile sogar irgendwie standardisiert sind. Das heißt, damit kann ich wahrscheinlich sogar was anfangen. Weil notfalls kann ich auch einfach mal das Teil hier auseinandernehmen. Und hier, man kann den Kabelbinder ja auch gut abnehmen. Schauen wir mal rein, was drin ist. Mhm.
Das ist eine ziemlich einfache Kiste. Hier ist jetzt alles Hot Glue, deswegen werde ich es nicht rausreißen. Aber es steht sogar ein Herstellername drauf. Sekunde. Copyright 1995 ST Comtech. Sieht nach einem sehr, sehr einfachen Modul aus. Ich bin mir sicher, dass ich dazu noch eine Anleitung finde. Das ist cool. Danke, Ford. Ich hatte schon seit einiger Zeit vor, mal irgendwas zu machen, wo ich unten an meinen Server im Keller so ein Modul hier anklemme, anstelle von NTP. Weil Internet kann ja mal ausfallen, aber wenn ich so ein Modul habe, ist mein eigener interner NTP-Server immer up-to-date. Falls du, lieber Ford, dazu irgendwie noch eine Doku hast, schick mir die bitte mal vorbei. Die könnte ich gebrauchen. Flachbandkabel. Hervorragend. Flachbandkabel kann man absolut immer gebrauchen. Insbesondere, wenn an einem Ende schon ein Stecker fertig dran gekrümmt ist. Top. Ah, weil ich vorhin davon geredet hatte, wenn man zwei davon hat, dann kann man, ja, da ich komplette Gigabit-Verkabelung habe und jetzt zwei davon, könnte ich notfalls irgendwo so einen Dosendoubler für 100 Mbit machen. Sehr gut. Praktisch. Noch ein Selbstbauprojekt. Geilerweise in einer verschweißten Tüte. Ich hätte immer noch keine Ahnung davon, was es sein soll und wenn mein Leben davon abhinge. Aber halt, der Ford, der macht viel mit Serveradministration. Vielleicht ist es irgendwie sowas, wo man eine serielle Konsole auf ein Ethernet-Kabel mappt, damit man dann im Datacenter irgendwo anders eine serielle Konsole anschließen kann. Das wäre eine einigermaßen brauchbare Erklärung. Was hätten wir denn hier an Leitung? RxTX Ground 5 Volt, beziehungsweise 12, RxTX CTS DTS wahrscheinlich. Das könnte ich mir vorstellen. Gemappt auf diverse Teile hier dran. Ich wäre begeistert, wenn mir jemand sagen könnte, ob ich richtig rate. Dann haben wir hier eine Intertechno Par 1500. Das könnte unter Umständen eine Zeitschaltuhr sein. Die hat hier unten so ein Ding dran. Das sieht fast nach sowas aus. Aber es ist 1, 2, 3. Also es sind vier Quadranten. Schaut es euch selber an. Komisch bestiftete Quadranten. Offensichtlich wurde das verdreht, weil das Ding ist ein bisschen ausgenudelt. Das heißt, es wurde wahrscheinlich schon mal benutzt. Ich weiß aber nicht, was es genau ist. Also ich tippe entweder auf einen Störfilter oder eine Zeitschaltuhr. Ich weiß es nicht. 128 MB Mini-IDE. 44 per Mini-IDE, sprich eine ganz alte SSD. Naja, wahrscheinlich eher eine Compact Flash mit einem IDE-Anschluss. Was man aber wahrscheinlich mal benutzt hat, wie eine SSD. Cooles Teil. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren, ob das noch funktioniert. Noch zwei von diesen mysteriösen Dingern hier. Es muss irgendwas sein, was man mehrfach braucht, wenn man es benutzt. Ich bin überfragt damit, was es sein könnte, aber wie gesagt, meine Vermutung. Ne? Hier seriell auf R45. Sehr knorke. Darum hatte ich im letzten Video gebeten. Vielen, vielen Dank. Abschlusswiderstände und T-Stücke. Sowas ist natürlich super gut. Danke. Das ist super. Tja, und jetzt? Was übrig bleibt, sind ein großer Haufen Tüllen für RJ45-Stecker. Allerdings ohne die zugehörigen RJ45-Stecker. Ich vermute damit... Unterm Strich mal wieder eine geile Sendung. Ford, ich danke dir. Viele liebe Sachen dabei, insbesondere was auch mal wieder mit Elektronikkomponenten war, über die freue ich mich immer ganz besonders. Und wie gesagt, es sind ein paar Teile dabei, die sind echt rätselhaft. Haha, jetzt weiß ich, was das hier ist. In erster Linie ist es mal ein Puzzle, das der gute Ford mir geschickt hat. Und ich glaube, ich habe es gelöst. Ich habe nämlich mal geschaut, was das hier genau für ein Baustein ist. Und
Und diese Dallas DS1820 ist ein Temperatursensor. Und zwar ein One-Wire-Temperatursensor. Dem könnte man hier plus 5 Volt mitgeben, muss man aber nicht. Das kann man auch über eine rein parasitäre Speisung über die Signalleitung machen. Also, dann habe ich mir gedacht, ein Temperatursensor und ein 9 Volt Sub-D, das kann doch eigentlich nur eine Idee sein, wie man den Sensor irgendwie an den RS232 Kabel klemmt. Ja, und genau so ist es auch. Ich habe mal nach dem Sensor und RS232 gegoogelt und habe gleich ein paar Anleitungen gefunden. Also ich verlinke mal die eine oder andere hier unten auch in der Beschreibung. Und die funktionieren immer gleich. Die haben immer zwei Dioden, einen Widerstand und zwei Zehnerdioden. Damit wäre nämlich auch geklärt, was das für Dinger sind. Zehnerdioden. Ja, jetzt habe ich mir die Anleitung angeschaut. Und da war immer eine 3,9 Volt Zehnerdiode drin und eine 6,2 Volt Zehnerdiode. Ja, ich habe die Datenblätter für die Dinger hier gesucht. Und das hier ist eine 39 Volt Zehnerdiode und das ist eine 62 Volt Zehnerdiode. Was dann auch erklärt, warum, wie mir der Ford gerade noch mitgeteilt hat, nachdem ich es rausgeknobelt hatte, das hat tatsächlich nie funktioniert. War ein Experiment, haben damals offensichtlich falsche Bauteile gekauft und hat nicht geklappt. Aber für mich gab es ein fuchsiges Rätsel. Der zweite Schritt ist dann nämlich dazu, dieser Aufbau, das ist ganz klar, da sollte versucht werden, das alles in ein Steckergehäuse zu bekommen. Dann hätte man das ganze Ding nämlich tatsächlich so hinten dran einfach an den Server klemmen können und hätte hier über den Temperatursensor, der hier an so einem RJ45 dran gebastelt ist, hätte man direkt die Temperatur hinten im Serverstand abfragen können. Pfiffige Sache eigentlich, nur schade, dass zwei von den Bauteilen verkehrt sind. Andersrum ist es allerdings so, das auszutauschen ist nun wirklich einfach. Ich werde mir die entsprechenden Bauteile besorgen. Dann werde ich mal sehen, ob ich es zum Laufen kriege. Und wenn ja, dann klemme ich das unten in meinen Serverstack. Dann kann ich über eine serielle Schnittstelle überprüfen, wie warm das Ding ist. Finde ich richtig gut.